Ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin nicht mal sicher, ob das die Höhle ist, die ich suche oder die zumindest auf der Karte vermerkt ist. Aber irgendwo hier geht es in den Boden und das sieht ziemlich gut aus. Es geht zwar steil rein, aber man braucht erstmal kein Seil. Auch zu diesem Loch habe ich absolut keine Infos, keinen Plan, was uns da drin erwartet. Und da ich hier direkt am Eingang irgendwie in einer Ameisenstraße stehe, nichts wieder rein. Das gefällt mir sehr. Ja, da gibt es noch einen Weg. Und da unten auch noch. Und jede Menge, wenn auch schon sehr inaktiven Tropfsteine. Ein bisschen Wasser drin. Ich glaube, ich gucke mir erstmal den weniger offensichtlichen Weg an, der hier unten eventuell weiterführt. Oder auch nicht weiterführt. Sackgasse. Dann schauen wir mal in den kleinen Gang rein. Das ist dann wohl definitiv auch wieder eine Tropfsteinhöhle, wenn auch in kleinerem Maßstab. Jetzt sehe ich, da geht es weiter und da geht es wahrscheinlich in den anderen Gang rüber. So, also Hauptgang ist schwierig zu sagen. Es ist wie gesagt echt so ein Raum, der durch Tropfsteinsäulen unterteilt wurde. Es geht irgendwie in alle Richtungen. Dieser Gang führt in einen größeren Raum. Geil. Nächste wunderschöne Tropfsteinhalle. Ja, jede Menge Tropfstein, aber auch vieles, was schon runtergekommen ist. Und wir sehen auch in der Decke sehr viele Wurzelbärte, die da runterkommen. Ich glaube, da ist nicht mehr allzu viel zwischen Höhlendecke und Oberfläche. Gucken wir uns mal um. Ich glaube, hier gibt es noch jede Menge Details zu sehen. Thank you.
So, was verbirgt sich denn in diesem Loch hier? Aha, es geht noch nach unten. Ich glaube, hier komme ich schlecht wieder raus. Das sieht ja auch cool aus da unten. Sehr schick. Und am Ende von der Halle geht es hier tatsächlich in einen kleinen Spalt rein. Da gucken wir doch mal runter. Das sieht ja schon fast nach Kristall aus. Ah, weiß nicht, ob es Kristalle sind, aber es ist auf jeden Fall hübsch. So viel steht fest. Und hier geht es tatsächlich noch ein bisschen weiter. Eine letzte winzige Kammer, aber ich glaube, hinten ist das Ende erreicht, verschüttet, wie auch immer. Ja, schöne kleine Höhle, die aber auch so langsam im Sterben liegt, hat man das Gefühl. Also ich glaube nicht, dass die Halle jetzt demnächst einstürzen würde, aber sie geht langsam drauf zu, sage ich mal. Also es ist absehbar, dass hier dann irgendwann die Decke runterkommen könnte, stückchenweise. Und auch sonst ist die Höhle zwar noch stellenweise aktiv, aber schon ziemlich kaputt. Aber für so ein spontan angesteuertes kleines Loch ist es doch ziemlich schön. Also ich hätte ja gewettet, dass sich dort unten eine Höhle befindet. Aber fündig werde ich dann hier oben. Ja, das sieht aus wie die ganzen Schachtlöcher, an denen ich bisher schon vorbeigekommen bin. Aber der Blick hinein lässt erstmal hoffen. 2 Meter runter und dann geht's schräg abwärts. Keine Ahnung wohin. Es geht dann irgendwie da rum. Und es könnte dann natürlich richtig schön in den Abgrund gehen. Deswegen ein 10 Meter Seil hatte ich dabei für genau solche Sachen, für so kleine Stufen. Und das sollte zumindest bis da ums Eck noch reichen, dass ich nicht ungebremst in irgendeinen Abgrund rutsche. Also gucken wir mal. Ich habe so Semi-Hoffnung, aber wir gucken mal rein. Naja, also ich bin jetzt schon mal bis da ungefähr, wo mein Fuß jetzt ist, runter und konnte so ums Eck schauen. Es geht weiter schräg abwärts. Kein Schacht zu sehen bisher. Dazu kommt aber, und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich dem Ganzen skeptisch gegenüber bin, das hier. Ist jetzt nicht das, was ich gerne über mir habe, wenn ich irgendwo reinkrabbel. Der Brocken ist relativ sicher verkeilt eigentlich. Aber ich vertraue hier ehrlich gesagt gar nichts. Das wird, glaube ich, alles nur noch von so ein paar Wurzeln zusammengehalten hier. Also alles in allem ist es mir das Risiko einfach nicht wert. Nächstes riesiges Loch im Boden. Ich habe mich jetzt hier stufenweise so ein bisschen runtergearbeitet und dachte, vielleicht komme ich so ja bis zum Grund, aber das sieht schlecht aus. Und mein kleines 10 Meter Seil reicht da auch nicht großartig weit.
Sehr schade. Hoho. Junge, keine Ahnung, was das ist, aber es geht verdammt tief runter. Richtiges Gletscherfeld aus Stein irgendwie. Ein Loch, ungefähr 3 Meter tief. Da könnte ich rein theoretisch mit einem 10 Meter Seil runter. Aber ich sehe absolut nicht, dass es da irgendwohin weitergeht. Einfach nur ein Loch. Das ist jetzt nicht so spannend. Ich denke, das war dann auch jetzt die letzte Höhle, in die ich reingeschaut habe. Für mich geht's wieder auf den Rückweg. Das war's mit der kleinen Slowenien-Italien-Grenztour. Es ist so genial hier. Oberirdisch sowie auch unterirdisch. So viel zu entdecken und so eine geniale Landschaft. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, die Eindrücke kamen gut rüber. Und ja, dann sehen wir uns wann auch immer, bei was auch immer, im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.